Hallo Leute, ich bin's, euer Knolte. Dachchen. Ach ja, es ist mal wieder ein schön, wunderschön Montag. Obwohl, wir haben ja erst Sonntag. Aber irgendwann muss ich das Video mal machen, ne? Also, heute dreht sich das ja dann mal so darum, warum du manipuliert wirst und warum du nicht in Friede und Freiheit, in Glück und Liebe leben kannst, ne? Wenn dich das alles so richtig schön doll interessieren tut, dann warte doch ganz, ganz schnell eben das Intro ab. Bitteschön. Ja, Liebe und Glück und Freiheit und Freude, das sind alles Dinge, die du nicht brauchst. Die brauchst du nicht. Was du wirklich brauchst, ist Dach über dem Kopf und eine Handvoll zu essen. Und danach hast du die Schnauze zu halten. Mehr brauchst du nicht. Wirklich nicht. Und wenn du das nicht glaubst... Hey. Hä, Ragnarök? Die Leute brauchen ja wohl mehr wie Luft und Liebe, ne? Liebe ist ja schön, aber Luft, das alleine reicht nicht, ne? Also guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehen will, ne? Und es ist schön strahlend blauer Himmel, Sonnenschein pur, 25, 26 Grad und ich will an den Badesee. Und die ersten fünf, die mir entgegenkommen, haben alle einen Regenschirm dabei. Bei dem Wetter? Ja, und dann gehst du weiter und du hörst, wie die Leute erzählen, dass es gleich unheimlich doll schütten soll. So vom Himmel hoch, ne? Sintflutartige Regenfälle. Und auch die haben Regenschirm dabei. Ja, und dann gehst du weiter und kommst an den Badesee an und alle Leute, die da sind, die packen schon mal ihre Klamotten und gehen wieder nach Hause, weil die haben Angst, weil es da gleich regnen tut, ne? Und du guckst nochmal ganz gemütlich in den Himmel hoch. Kein Wölkchen am Himmel, aber das schüttet gleich, ne? So haben mir die Leute gesagt. Du kommst dann schon mal so ein bisschen ans Grübeln. Hast du beim Wetterbericht nicht richtig zugehört? Oder was hat die anderen so geritten, ne? Auf jeden Fall, die haben dich so ein bisschen manipuliert, ne? Du kommst ans Denken. Vielmehr, du denkst gar nicht großartig, sondern du siehst zu, dass du deinen Arsch nach Hause bewegst, weil es könnte gleich schütten. So. Und so macht das die ARD und ZDF auch mit dir. Richtig. Wir erzählen dir permanent das, was die Eliten nachmachen. Entschuldigung, nicht was die Eliten. Was die Spacken von der Regierung so alles wollen, ne? Also, fangen wir doch mal an, jetzt vor kurzem, mit diesem ominösen Virus. Da hat man dir nicht alles erzählt, was passiert. Ne? Ja. Was passiert denn nicht alles? Das ist sowieso so ein ganz tolles Thema. Angst. Mit Angst hält man dich besonders klein. Und wenn du dazu ein Video haben willst, dann schreib mir das mal ganz, ganz schnell in die Kommentare. Dann kommt nämlich ein extra Video wegen Angst. Herr Knolte, unterbrechen Sie mich doch nicht immer, wenn ich jetzt gerade mal was am Erzählen bin. Jetzt habe ich wieder fast den Faden verloren, muss meinen grauen Zellen wieder anstrengen und von vorne anfangen. Also Leute, du wirst von morgens bis abends manipuliert. Durch Presse, durch Fernsehen, weil sie genau das erzählen, was du hören sollst. Es ist der Regierung nicht dran gelegen, dass du dein eigenes Ding machst. Sieh jetzt mal das Heizungsgesetz an, wo sie dir vorschreiben wollen, wie du heizen kannst. Guck dir das mit den E-Autos an, wie sie dir vorschreiben, dass du keinen Verbrenner mehr nutzen darfst. Wie sie dir vorschreiben, was du essen sollst. Ja, da schreiben sie dir vor durch den Preis. Fleisch wird immer teurer. Gemüse übrigens auch, aber macht ja nichts. In dem Tierwohl und im Klimaschutz wird Fleisch immer teurer. Ja, und Gemüse wegen dem vielen Grundwasser, was hochgepumpt werden muss, ne? Wobei viele Bauern nehmen ja auch Stadtwasser, ne? Trinkwasser. Die klauen dir das Trinkwasser, damit ihre Doppels besser wachsen. Naja, musst du wissen, was wichtiger ist? Ein voller Bauch oder regelmäßig trinken? Ne? Also so, ich komme so, wenn es hochkommt, 25 bis 30 Tage ohne Essen aus, aber nur 3 Tage ohne Wasser. Ja, ist halt so. Die halten dich klein, ne? Du bist wie so eine Marionette. Immer da sind sie an dir am Rumzuppeln, dass du dich gar nicht selber frei entfalten kannst. Und da ist doch der Hund begraben. Was wäre denn nun wirklich mal, wenn du machen könntest, was du wolltest?
ohne dass sie das irgendwo irgendeiner irgendwie vorschreiben tut, ne? Das wäre doch ein Leben. Ein richtig feines, schönes, geiles Leben. Blödsinn, Knollte, Blödsinn. Die würden sich gegenseitig an die Gurgel gehen und zerfleischen. Die Menschen sind doch so, die musst du führen. Die musst du klein halten. Die musst du... Nein, das musst du eben nicht, Herr Ragnarök. Die Menschen sind ganz, ganz vernünftig. Alle. Nur durch Erziehung und sowas sind die ja so geworden, wie sie eigentlich sind, ne? Guck mal zum Beispiel im Kindergarten. Ja, im Kindergarten findest du ganz oft Beispiele. Da ist ein kleiner Moslem, ein kleiner Christ, ein Chinese und ein Schwaden noch. Die spielen wunderschön miteinander. Wunderschön. Aber spätestens, wenn die in die Grundschule kommen, dann hassen die sich wie die Pest. Ja, wie kann denn das? Nur durch die Erziehung, ne? Der Moslem kriegt zu hören, spiel nicht mit den Ungläubigen. Der Christ kriegt zu hören, du kannst doch nicht mit dem Schwatten spielen, ne? Und alle anderen erzählen, der Chinese ist ein ganz Böser, lass den mal in Ruhe, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, ne? Ja, Erziehung. So wärst du schon manipuliert von klein auf. Aber wenn du das Video siehst, bist du ja schon groß. Und trotzdem, jeden Tag wärst du manipuliert. Meistens durch Medien. Sie erzählen dir das, was andere wollen, dass du hören sollst. Und solange du dein Körper nicht anstrengst, glaubst du das alles und handelst so, wie die wollen. Ja, ja, richtig, Herr Ragnarök, richtig. Man muss echt mal seinen Kopf benutzen. Und nicht immer alles nur glauben, was die so einem erzählen, ne? Da gibt es ja die ganzen Beispiele, ne? Bei Corona zum Beispiel, alle Ungeimpften werden bald tot sein. Ja, Pustekuchen. Oder jetzt hat der Karlchen da jetzt gerade wieder verzapft, so, Ja, mit der Hitze, ne? Mit dem Sommer. Ja, da muss ja dann demnächst auch noch ein Lockdown kommen, weil sonst sterben ja so viele Leute wegen der Übersterblichkeit, Hitzschlag und so. Und wenn man sich da mal ein bisschen schlau machen selber tut, ne, und so mal googeln tut und Statistiken anguckt, dann kommt die meiste Todesrate eigentlich immer im Winter, ne, wenn die armen Obdachlosen erfrieren und wenn die Grippewelle wieder richtig zuschlägt. Aber jetzt müssen wir was gegen die Hitze tun, ne, damit dann nicht die Übersterblichkeit vom Winter auf den Sommer rutscht, ne. So ein Blödsinn. Und wiederum wird nur Angst gemacht, um ihre Macht zu behalten. Angst. Ich glaube, da mache ich wirklich mal ein Video drüber. Ah ja, kündige doch nicht immer an. Mach doch einfach, Leute. Mach doch einfach. Ich glaube sowieso nicht, dass das Volk sonderlich dran interessiert ist, was du hier erzählst. Du siehst ja immer nur alles positiv. Nein, ich sehe gar nichts nur positiv. Aber ich versuche den Leuten mal so ein bisschen die Augen zu öffnen. Ich versuche die einfach mal dazu zu bringen, mal ein bisschen zu überlegen. Und nicht nur immer ZDF. Nee, ARD und ZDF doof, so heißt das ja, denen nicht immer nur alles zu glauben. Hier auf YouTube gibt's doch so viele, die dir auch was Schönes erzählen, ne? Ich denke dann zum Beispiel mal an das Heimatteam oder wie heißt er da? Oder dieser ehemalige Polizist, der jetzt total auf Einhörner steht. Oder da so ein, ich weiß gar nicht, Tagebuchdings heißt der irgendwie. Die erzählen dir ja auch sowas, ne? Die machen ja auch allen Versuch, danach dir mal die Augen zu öffnen. Aber du schläfst ja lieber weiter. Und deswegen ändert sich auch nichts. Ja, und solange sich nichts ändert, Liebe, Lust und Leidenschaft, ohne dich, tschüss.